Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir etwas. Solche Sätze hast du bestimmt schon dutzende Male selber formuliert. Man nennt sie Konditional- oder Bedingungssätze. Wenn eine Bedingung erfüllt wird, dann passiert etwas. Also zum Beispiel, wenn ich Geld habe, dann kaufe ich ein Haus. Solche Sätze gibt es nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen. Dort nennen wir sie Conditional Sentences oder If Clauses. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen drei Typen der If Clauses. In diesem Video stelle ich dir alle drei Typen vor und zeige dir außerdem, wie du mit ihnen Fragen formulierst. Fangen wir mit der Bildung und Verwendung des Typ 1 an. If I have money, I will buy a house. Wir verwenden im If-Teil des Satzes Present Tense, also Präsens, die Gegenwart. Im Hauptsatz, der die Folge der Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com